Willkommen zu einem kleinen Video über einen Flohmarktfund. Ich habe jetzt am Sonntag, war ich, also heute haben wir den 8.7., gestern 7.7., am 6.7.2014 war ich mit meiner Frau auf dem Flohmarkt in Neuwied. Zuerst hatte ich eigentlich irgendwie gar keine Lust auf diesen Flohmarkt, aber dann, ja, ich gehe eigentlich sehr gerne auf den Flohmarkt, aber wir hatten an dem Tag noch was vor und weil ich sagte, können wir zum Flohmarkt gehen? Und sag, oh. Ja, dann hat sie mich mit ihren blauen Augen angeguckt und dann hat sie gesagt, okay, gehen wir. Pack mal 10 Euro für mich mit ein und wenn ich was finde, finde ich was, wenn nicht, nicht schlimm. Also mal, also Neuwied ist Rheinland-Pfalz. In Rheinland-Pfalz ist es verboten, neue Ware zu verkaufen an einem Sonntag. Am Flohmarkt NRW ist da anders. Na gut, wir sind also bei diesem Flohmarkt und da war wirklich nur gebrauchte Ware, Trödel und so weiter. Und ich stehe an einem Stand mit ein paar Messern. Sie sagt noch so, ah, guck mal, da ein paar Messer und so. Also wenn sie nicht gesagt hätte, da sind Messer, wäre ich da gar nicht erst hin. Ich habe mir die angeguckt, da war so viel Schrott dabei und so. Dann gucke ich so dahin und da sehe ich so ein schwarzes Plastikding. Und das habe ich mir in die Hand genommen und mache das auf und alles total verrostet. Ja. Das ist dieses Messer hier. Dann habe ich das mal so langsam aufgemacht. Das erste, was mir aufgefallen war, war der Dosenöffner. Dass der noch ein ziemlich alter Dosenöffner ist, so wie man den jetzt sehen kann. Gut, und dann habe ich die Aale gesehen und habe ich gedacht, Moment. So eine Aale hast du aber schon seit mindestens 30 Jahren nicht gesehen. Gut, ich habe das ganze Messer mal aufgeklappt, alles aufgemacht. Da ging alles ziemlich schwer auf. Und es war ziemlich verrostet. Zwischen den Lagen war sehr viel Dreck. Und ich zeige euch mal den Dosenöffner. Der ist eigentlich mittlerweile nicht mehr so typisch zu kaufen. Also zumindest bei Schweizer Messern nicht mehr. Weiß ich, ob die noch jemand produziert, so in der Form. Dann die Aale. Die Aale, also eine Stechaale, Bohraale, laufen zwei Seiten parallel, also im 90-Grad-Winkel aufeinander zu. Und die andere Seite läuft rund im 90-Grad-Winkel auf die anderen Seiten zu. Und da fiel mir, als ich das so gesehen habe, fiel mir ein altes Foto, wie ihr hört, Moment, wie ich sagte, es war total vergammelt, verdreckt, verrostet und ging schlecht auf und ging auch schlecht wieder zu. Und jetzt hört man nach Reinigung, ihr gehört. Und das hatte mich also nach alten Fotos daran erinnert, an ja, Swiss Army Knives aus den frühen Tagen, als Karl Elsener mit seiner Firma Victoria, die damals noch so hieß, bevor sie zu Victorinox umbenannt wurde, weil Victoria und Inox ist das französische, oder inoxidable ist das französische Wort für rostfrei. Und daraus die Kurzform Inox, Victoria und Inox, Victorinox, so ist das entstanden. Ist mir eingefallen, dass es auch Solinger Firmen gab, die für die Schweizer Armee dieses Swiss Army Knives gemacht haben. Und ich bin mir nicht sicher, aus welchem Jahr das stammt. Ich schätze das mal auf na, 50er, vielleicht frühe 60er. Also, wenn ihr das so seht, das war wirklich, also ich habe 2 Stunden dran rumgeschrubbt, habe es sauber gemacht. Das hier war total verrostet. Das habe ich erstmal mit, ich habe dann eine Methode für mich entwickelt, Rost wegzukriegen.
Das ist mit Sicherheit kein rostfreier Stahl. Würde mich auch wundern. Ich denke mal, das ist Carbonstahl. Ich habe jetzt mit Handwaschpaste den groben Dreck weggemacht. Handwaschpaste auf eine Fingernagelbürste. Und dann hier alles aufgeklappt, dazwischen gereinigt. Immer wieder gespült, hier hinten gereinigt. Dann habe ich mit der Handwaschpaste auch die Tools, also hier die Klingen. Also ich sag mal jetzt alles in allem zu allen Tools Klingen. Alle Klingen mit der Handwaschpaste gereinigt, abgespült. Dann habe ich Scheuermilch genommen und habe dann mit einem Akkupatz und Scheuermilch habe ich alles komplett sauber gemacht. Ich komme jetzt mal was näher. Man sieht, da ist noch ein bisschen, ja, Patina könnte man sagen, drauf. Aber wie ihr seht, das, ne, ist schon wieder in einem ziemlich guten Zustand. Hier haben wir Flaschenöffner mit kleinem Schraubenzieher. Hier ist der Dosenöffner. Sehr old, also oldschool Dosenöffner. Hier haben wir die kleine Klinge. Klipp ich das mal wieder zu. Dann hier, wie gesagt, die Aale. Zwei 90 Grad zulaufende Kanten. Und hier ist diese 90 Grad auf beide zulaufende Kante. Und hier ist der Korkenzieher. Wie ihr seht, ich habe das wirklich alles recht gut zusammenbekommen, also sauber bekommen. Und danach habe ich auch mit der Handwaschpaste die Griffschalen sauber gemacht. Also die waren so verbappt und verbappt, Mainzer Dialekt, verklebt und verdreckt, dass der ganze Dreck runterkam. Also ich habe das alles im Waschbecken gemacht und das Wasser war anschließend kohlrabenschwarz. Und das Messer fühlte sich danach sofort ganz anders an. Hab das dann alles mit WD-40 eingesprüht und habe das mal 2 Stunden einwirken lassen. Hab das abgeputzt und abgewischt. In dem Lappen war immer noch Dreck drin. Hab das dann ausgesprüht oder vielmehr mit dem Föhn trocken gemacht. Hab das nochmal mit WD-40 eingesprüht. Und dann sind wir auf dem Fest gefahren. Ich hatte das mit WD-40 eingesprüht, den Lappen, wo ich es drin eingewickelt habe, auch mit WD-40 eingesprüht. Als wir zurückkamen, war das WD-40 fast komplett weg. Also auch nicht mehr hier drauf. Ich nehme mal an, dass es irgendwie eingezogen ist oder was. Keine Ahnung, ob das Messer Durst hatte. Und die schwarzen Griffschalen, die waren grau. Und also meine Frau benutzt BB-Creme. Damit habe ich dann anschließend diese Griffschalen mehrfach eingerieben, richtig verrieben, bis es weg war. Und das, also ich könnte es jetzt so nicht schätzen, aber ich denke wirklich, das ist 50er, 60er Jahre. Wie ihr hört. Ja, schnappt wieder schön ein. Ich zeig mal auf der großen Klinge. Ist aber schlecht zu sehen. Ich hole mal dazu die Lupe von meinem Victorinox Swiss Champ raus. Ich hoffe, man kann das auch gleich gut sehen.
Das sind zwei Kreise ineinander. Nee, leider kann man das so jetzt auf der Kamera nicht sehen. Aber ich lese es euch gerne vor. Man muss bei echt wie ein Goldspiel drauf gucken. Gottlieb Hammesfahr. Gottlieb Hammesfahr, also Hammes wie Hammer und Fahr wie Fahren. Also Gottlieb Hammesfahr. Die Lupe wäre echt Gold wert. Solingen Fosch oder Foche. Also, ich habe dafür 10 Euro bezahlt. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt Scheiße gekauft habe. Ich glaube nicht. Also, für mich ist das nach der Behandlung und so die 10 Euro ganz locker wert. Und die Klingen sind alle wieder schön glänzend. Und wer weiß, wo das Messer hingekommen wäre, wenn ich mir das nicht gekauft hätte. Dass jemand weggeworfen hätte oder keine Ahnung, in irgendeiner Schublade vergammelt wäre. Bei mir bekommt es einen Ehrenplatz. Mal gucken, ob ich gerade ein Stück Holz. Ich habe sonst immer irgendwie Holz hier. Augenblick bitte, ich hätte mich vorbereiten sollen. Entschuldigung. Natürlich habe ich auch ein Stück Holz da. War nur auf dem Balkon für meine Schnibbelexperimente. Ja, also ein ganz normales Stück Holz. Ja. Alle hier rausholen. Na, wo hast du dich versteckt? Das ist der Nachteil, wenn man so, wenn man seine Fingernägel so kurz hält. Na, wo ist denn die? Ach. Mach ich denn da? Falsche Seite. Muss ich zu gestehen, die Stechbohr und Näale vom neuen Victorinox geht da natürlich wesentlich einfacher rein, weil es da mehr Erfahrungswerte gab, als man die dann so gemacht hat. Weil die von diesem alten Gottlieb Hammesfahr, ich nenne das jetzt einfach mal Soldatenmesser. Macht auch ihren Job. Die Klinge, die war stumpf. Die war wirklich stumpf. Die habe ich dann mit dem Lidl Diamantschleifer oder Diamantschärfer, dem Diamond Rod, erstmal grund geschärft. Und bin dann mit dem Victorinox Taschenschärfer hier mehrfach drüber gegangen, also achtmal auf jeder Seite. Und ach Quatsch, ich hol erstmal ein Stück Papier. Moment. Hakt ein bisschen, weil hier war das Blatt gefaltet. Ihr seht, das Ding ist
wieder ganz easy scharf zu kriegen gewesen. Also ich habe da wirklich nicht viel Mühe drauf verwendet. Zeig mal hier im Vergleich dazu mein Victorinox Klein bei Echo. Und mein Victorinox Swiss Champ. Ich liebe Schweizer Messer. Ich liebe sie. Das ist immer so ein bisschen Stück Werkzeugkasten. Auch das hier, absolut. Werkzeugkasten, EDC, Gentleman Messer. Wenn man das so rausholt, wird das niemals jemals einer als Waffe identifizieren. Ich nehme mal hier mit. Und will jetzt nicht zu sehr über dieses Messer schwärmen. Ich kann leider nicht wirklich viel dazu sagen, aber dass ich so einen alten Klopper für 10 Euro gekauft habe, der auch jetzt sein Geld sowieso mit Sicherheit wert ist. Freut mich sehr. Ich habe vielleicht ein Messer vom Schrott bewahrt. Ich bin mir sicher, dass ich das im Lebtag nicht hergebe. Außer ich vererbe es an meinen Sohn, wenn ich mal sterben sollte. Und dann soll er es bitte auch in Ehren halten. Es ist ein schönes altes Ding. Bin wirklich sehr froh, dass ich es gefunden habe. Danke an meine Frau, dass du mich zum Flohmarkt geschleppt hast. Und das waren 10 gut investierte Euro. Oh, siehst du? Habe ich noch nicht geschärft hier das Ding. Verdammte Hacke. Moment, aber jetzt seid ihr live dabei. Augenblick. Gut. Könnt jetzt sagen, ich hätte mich besser vorbereiten sollen, aber live ist live. Ich ziehe jedes Mal 8 Mal hier drüber. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Und jetzt nochmal 8 mal so. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, mal gucken, ob ich mich blamier. Ne. Übrigens so zu schärfen, das mache ich immer ohne Druck, sondern immer mit dem eigenen Gewicht des Messers. Schauen wir mal, ob es jetzt funktioniert. Wenn nicht, muss ich da außerhalb des Videos mal ein bisschen dran arbeiten. Naja, gerade Schnitte macht es, aber es reißt ein bisschen. Muss ich wohl ein bisschen näher drauf eingehen. Gut, die kleine Klinge benutze ich eher selten. Aber hier das echt
So, das war's zu meinem kleinen Flohmarktfund, mit dem ich mich sehr freue, von der Firma Gottlieb Hammesfahr aus Solingen Foch oder Fosch. 15 Euro. Ist vielleicht ein kleines Stück Geschichte. Ich könnte oder würde mich nicht wundern, wenn es auch eine Geschichte hätte. Ich würde mich nicht nur freuen, wenn er das Video mal kommentiert oder bewertet oder so, sondern wenn mal jemand dieses Messer erkennt oder weiß, was es damit auf sich hat und mir da eine Nachricht drüber zukommen lässt. Muss dazu sagen, die Klinge hat gar keinen Spiel. Da hat nicht eine Klinge auch nur einen Spiel. Und das, obwohl es eigentlich schon recht alt ist. Da sind auch, soll ich euch das jetzt zeigen? Da ist noch nicht mal irgendwie, ja, wie sagt man? Da sind zwischen den Klingen und zwischen den Lagen, da kann man nicht durchsehen. Also da ist kein, was heißt denn das? Egal, ihr wisst, was ich meine. Das Ding ist praktisch jetzt nach meiner Bearbeitung fast schon wieder so neu wie aus dem Laden. Und ich freue mich sehr darüber. Danke fürs Zuschauen. Bitte, wer jemand über dieses Messer, Gottlieb Hammesfahr aus Solingen, eine Art Soldatenmesser. Also ich bin mir sicher, dass diese Art von Soldatenmesser früher an die Schweizer Armee rausgegangen ist, nachdem Victorinox nicht damit nachkam. Wenn jemand darüber was sagen kann, bitte meldet euch. Ich wäre sehr dankbar dafür. Bis die Tage. Tschüss, macht's gut.